Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter 3 Ultimate für die Nintendo Wii U. Beim letzten Mal haben wir schon angefangen, das Rathalos zu bekämpfen. Bam, 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 haben wir erstmal voll gegen den Kopf. Und ja, ich habe mir so mal abgebrochen, damit die Folge nicht allzu lang wird. Ich will jetzt nicht mehr auf die halbe Stunde kommen. Ist einfach zu viel Speicher dann. Ne, meine Leitung ist hier nicht die beste. Und da dauert schon so ein Video von Monster Hunter fast 3 Stunden, bis es hochgeladen ist. Und man muss dazu sagen, wäre das mein eigener Haushalt hier, wo niemand so weit das Internet benutzt, würde ich sagen, okay, gut, dann ist mir egal. Aber leider sind ja noch andere im Haus, die dieses Internet benutzen wollen. Dann sind 3 Stunden schon heftig, wenn man 3 Stunden lang das Internet blockiert. Ne, deswegen einfach mal abgebrochen, aber kein Problem. Wir starten, wenn der Zeratulos in der nächsten Zeit schnell tot geht, starten wir gleich weiter mit Aknaktor. Letzte Folge habe ich ja euch ziemlich ausführlich erklärt, warum ich gerne Materialsammlung und so hier machen will, oder beziehungsweise was die nächsten Pläne sind. Und ich hoffe, ihr habt das auch alles soweit ganz gut aufgenommen und könnt mich da verstehen. Ich erwähne es aber gern nochmal, wir brauchen definitiv eine gute Vorbereitungszeit hier. Also unvorbereitet jetzt in die Kämpfe ziehen wäre jetzt total unangebracht. So, was ist mit Giftbeschichtung? 13 haben wir noch. Ich probiere es nochmal, Rathalos zu vergiften. Vielleicht klappt es ja nochmal. Zack, und ich finde die Waffe, den Bogen, eigentlich ganz cool. Also, Gift ist ja auch wieder sowas. Also, wenn wir den Bogen echt komplett aufbessern können, dann wäre der definitiv richtig cool, weil dadurch, dass er die Giftbeschichtungsverstärkung hat, können wir damit auch Monster schnell töten, weil Gift, glaube ich, macht dann jedem Monster gleich viel Schaden. Also, es ist, glaube ich, richtig kräftezehrend. Außer an Monstern, wie zum Beispiel Giganox, ne, die selber Gift verwenden. Gut, Rathalos verwendet auch selber Gift, aber Giganox besteht ja fast, glaube ich, der ganze Körper aus Gift. Die sind natürlich giftimmun, ne, das darf man nicht vergessen. Rathalos selbst hat aber nur in seinem Krallen, also in seinen Füßchen da, Gift drin. Und deswegen kann er auch vergiftet werden, weil sein Körper jetzt nicht unbedingt dadurch giftimmun wirkt. Deswegen testen wir es mal aus. Und wie man auch sieht, wir kriegen eigentlich relativ wenig Schaden. Was ganz cool ist, da wir die Rüstung angepasst haben auf das High-Rank-Niveau. Und deswegen, wenn wir das so weitermachen, dann werden wir auch in den G-Quests keine Probleme haben. Und wir werden uns zwar mehr Schaden reinklöppeln. Oh, da habe ich die Gift-Dinger richtig verschossen. Naja. Wir werden in den G-Ranks dann kaum Probleme haben, da wir High-Rank-Rüstungen haben. Ich werde mir aber auch dann, wenn die G-Quests beginnen, gleich von den ersten Monstern auch eine Rüstung bauen, nur mal so. Damit du Bescheid wisst. Wow, jetzt zwar Frame-Drops hier. Richtig heftig. Aber ich kann euch sagen, es liegt nicht am Aufnahmeprogramm, welches ich verwende, weil mir auch mal gesagt wurde im Stream, dass es vielleicht am Aufnahmeprogramm liegt, weil Fraps ja ziemlich viel Arbeitsspeicher frisst, aber nein, daran liegt es nicht. Es ist wirklich, mein PC rödelt manchmal durch und so. Ja, jetzt ein bisschen blöd, dass jetzt die Frame Drops waren, aber ich hoffe, es kommt jetzt nicht nochmal vor. Eieiei. Stört mich immer selbst. Und ich habe auch schon probiert, andere Aufnahmeprogramme zu benutzen, im Übrigen, um hier euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Problem ist nur, dass die anderen Aufnahmeprogramme leider auch ziemlich arbeitsspeicherintensiv sind und das Spiel dann da schon anfängt, leicht zu ruckeln. Hier ruckelt es ja nicht leicht.
Hier, wenn ich jetzt mal sich drehe und hier so renne, hier merke ich noch kein Ruckeln. Aber bei anderen Aufnahmeprogrammen ist es schon ein bisschen heftiger. Und deswegen bitte ich das nochmal zu verzeihen, dass es hier ab und zu mal durchrödelt. Und wie gesagt, bei anderen Projekten, bei Dark Souls kann ich mir auch wieder vorstellen, wenn ich das nachher aufnehme, dass es da auch nicht ruckelt. Ich weiß echt nicht, woran das hier liegt. Ist nur bei Monster Hunter so, aber dann bitte ich euch, damit zu leben. Es sind ja auch nur, wie man gerade gesehen hat, nur kurze Sekunden. Es ist ja nicht, dass es die ganze Zeit hier so anfängt, nervig zu ruckeln und zu rödeln. Es sind ja bloß nur ein paar Sekunden. Ich weiß, es ist vielleicht nervig und so durch dieses ständige Bildflimmern. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht häufig. Es war jetzt bloß einmalig. Also jetzt. Ich hoffe mal, das legt sich sonst wieder. Also beziehungsweise hat sich ja gelegt. Ja, ich versuche mich irgendwie zu entschuldigen hier. Weil ich halt nicht weiß, wie ich das Problem lösen kann. So ein Rathalos fehlt jetzt komplett. Auch nett. Naja, seht ihr mal, hätte ich die letzte Folge nicht frühzeitig beendet, wäre das wieder eine halbe Stunde gewesen. Ein Glück, dass ich hier aufgehört habe. Rathalos scheint hier zu sein, weil die Leute da aufgebracht sind. Die Abtods, die Abtonots. Und da ist es auch. Und flupp. Naja. So, dann jetzt mal genug von diesem ganzen Gerödelgelaber und auch von dem, wie ich das jetzt in Zukunft hier vorhabe. Monster Hunter, das habe ich jetzt ja schon genug durchgekaut. Weiter jetzt im Text hier mit Rathalos. Ihr habt mich ja schon oftmals gefragt, was mein Lieblingsmonster ist. Das habe ich auch schon oft erwähnt. Das ist Rathalos, speziell das Silberne. Warum Silber? Ganz einfach in den Freedom 2 und Freedom Unite Teil. Ich weiß nicht, ist es, in Freedom 2 gab es das, glaube ich, auch schon. Das silberne Rathalos. Also sag ich mal jetzt in Freedom, doch, in Freedom 2 gab es das auch schon. Als ich da das erste Mal das Rathalos gesehen habe, fand ich das ultra cool. Sah einfach krass aus. Und auch die Rüstung wirkte halt so richtig schön weiß. Die war nicht so wirklich silbern, sondern mehr so weiß. Und das fand ich halt extrem cool. Hier in Wii U, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt die silberne Rathalos-Rüstung gar nicht mehr so cool. Weil auch das silberne Rathalos wirkt eher, ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich silber. Das hat auch so einen leicht lila Stich, irgendwie ganz komisch. Muss ich euch mal zeigen, wie wir das erste Mal gegen das Monster kämpfen. Das ist leicht merkwürdig. Und auch die Rüstung hat nicht mehr diese tollen Effekte, wie es damals in der 3DS, sag ich schon, in der PlayStation-Version war, also jetzt in Freedom Unite oder Freedom 2. Da hatte nämlich die Rathalos, die silberne Rathalos-Rüstung als Klingmeister den Effekt, dass man Fechten hat. Das heißt also, wenn man eigentlich normalerweise, kennt das ja, wenn eure Waffe nicht scharf genug ist, und ihr kämpft gegen Monster mit richtig schwerer, starker Haut, was weiß ich, mit Steinhaut oder so, prallt ihr ab. Wenn ihr bei Fechten drin habt, diese Fähigkeit, dann ist es so, dass eure Waffe, jegliche Waffen, durchkommen. Man sieht zwar diesen Abprallfunken, den sieht man zwar noch, aber die Waffe kommt trotzdem durch. Man hat nicht mehr diese Rückstoßanimation, dass man jetzt so doll davon abprallt von diesen Monster, dass man so mit der Waffe so ein bisschen zurückfliegt. Und den Fechteneffekt fand ich schon immer cool. Den fand ich an der silbernen Rathalos-Rüstung immer krass, aber der wurde halt ziemlich entfernt, sage ich mal so. Und jetzt hat die silberne Rathalos-Rüstung, glaube ich, nur den Effekt. Boah, bei Klingmeister weiß ich das jetzt gar nicht mehr auswendig. Muss ich sonst das nächste Mal im
Livestreamer wieder nachgucken, jetzt hat sich meine Kopfhörer wieder lauter gemacht, sollte ich gar nicht. Ja, das muss ich mal wieder nachgucken beim nächsten Mal bei meinem Privatspielstand. Auf jeden Fall ist der Fechteneffekt raus und die hat jetzt noch irgendwie so total blöde Effekte. Dafür hat aber die Azul Rathalos, also die blaue Rathalos-Rüstung, den Effekt Fechten. Und da habe ich jetzt überlegt, eigentlich, ich glaube, dann ist echt mein Lieblingsmonster, mein absolutes Lieblingsmonster, weil auch Blau meine absolute Lieblingsfarbe ist. Und Freedom Unite dann doch lieber das Azur Rathalos. Auch die Rüstungseffekte mir einfach besser gefallen. Wiederum muss ich aber sagen, vom silbernen Rathalos, die Schützenrüstung, der Schützenrüstungseffekt ist aber gleich geblieben. Der ist immer noch das Pierce, das Pierce-Schüsse sind diese Schüsse jetzt vom Bogen, die so gerade durch das Monster durchfliegen. Die sind verstärkt, sodass die Schüsse mehr Schaden machen. Und das finde ich dann wiederum ganz cool, dass die echt sowas dann drin gelassen haben. Da ist die silberne Rathalos-Rüstung immer noch krass. Aber wie gesagt, bei der Klingmeister bin ich nicht mehr so zufrieden. Und die sieht auch nicht mehr so cool aus, muss ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht. Bin irgendwie enttäuscht von der silbernen Rathalos-Rüstung in diesem Spiel. Ich fand zum Beispiel in der Freedom Unite-Version, muss ich auch ehrlich sagen, bei Monster Hunter Freedom Unite, dass die silberne Rathalos-Rüstung im High-Rank-Bereich viel, viel cooler aussah als im G-Rank, wenn man sich die gemacht hat. Meistens ist es Geschmackssache, aber ich fand das so cool. Diese alte Rathalos-Rüstung, sie sieht ja auch seit Monster Hunter Tri, sieht ja Rathalos-Rüstung auch an sich schon anders aus. Auch schon so komisch. Aber ich fand die alte Rathalos-Rüstung hatte so einen krassen Charme. Auch der Helm und so war richtig cool. Und die silberne Rüstung war halt so, die sah halt genauso aus wie die normale Rathalos-Rüstung, bloß war der Helm irgendwie cooler. Der hatte ein cooleres Visier, sah so sonnenbrillenmäßig aus, kann man das mal sagen. Und dann alles halt so silberweiß. Das fand ich extrem schick. Und als ich mir dann die G-Rüstung gemacht habe von der silbernen Rathalos-Rüstung in Freedom Unite, war ich enttäuscht, weil das dann eher so drachenmäßig aussah mit so kleinen Flügelchen auf dem Rücken. Ja, hat mir nicht mehr so gefallen. Das war halt mehr, als wenn der Jäger jetzt mehr so aussehen will wie die Kreaturen. Aber man soll ja bedenken, die Rüstung dient ja eigentlich mehr zum Schutz. Warum muss man sich jetzt den Monstern anpassen, sag ich mal so? Ist doch eigentlich total unnötig. Aber wir brauchen mit dem Bogen doch schon länger gegen Rathalos. Das ist es aber halt, weil der Bogen noch nicht aufgebessert ist. Daran merkt man das nämlich. Und so würden dann auch die G-Quests nachher sein, im Übrigen. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Wenn uns halt die Materialien fehlen, haben wir nicht so starke Waffen und dann passiert sowas. Seht auch schon wieder meine Ausdauer. Ich könnte jetzt eigentlich schon wieder ein Steak essen. Ich lasse es aber mal. Scheint, als wenn wir wirklich jetzt diese zwei Folgen, die wir jetzt schon hier am Rathalos sitzen, noch brauchen werden für dieses Monster. Ich glaube, dann kann ich auch kein neues Monster jetzt anfangen. In dieser Folge ist es ein bisschen blöd. Ich hätte, glaube ich, ein normales Rathalos machen sollen im Low Rank. Weil wir brauchen ja bloß Gewebe und das kriegen wir auch vom normalen Rathalos. Es kann sein, dass wir jetzt nämlich hier irgendwie, wenn es Gewebe Plus gibt, dass wir das eher kriegen und dann sind wir trotzdem wieder bei Null. Blöd. Habe ich nicht dran gedacht. Sorry, Leute, dafür. Oh, guckt mal, wie es schläft. Schaffe ich es, den Kopf zu treffen? Ich glaube, es müsste auch bald betäubt sein, weil wir schon so oft den Kopf getroffen haben. Ich probiere es einfach mal. Bisschen auf Abstand und immer den Kopf versuchen zu treffen.
Auch wenn die Waffe auch nach einer Entfernung, ne, gar keinen Schaden mehr macht. Man sieht das immer, wenn diese Pfeile da abprallen, dass sie so eine rote Aura haben. Das heißt halt, dass die Schüsse... So wie beim Schwert kann man sich das vorstellen. Wenn die Schwerter abprallen, dann macht es ja auch so einen Bonk-Effekt. Wie ich das ja schon vorhin erzählt habe, beim Fechten, wenn man das ja drin hat und so. So, jetzt aber komm, sei betäubt. Geht nicht. Hartholos will nicht. So, jetzt aber komm. Ich weiß, dass man das mit Bogen schaffen kann. Oh, Ziel erreicht, okay. Da hat das Cha-Cha oder das Kayamba, nee, Kayamba hat's besiegt. Sehr gut, jetzt haben wir es zwar auch geschafft. Und hoffentlich kriegen wir das restliche Gewebe. Ich habe echt nicht daran gedacht, vielleicht das normale zu machen, das Low Rank. Also niedrigen Rang, das Rathalos. Da uns ja Gewebe fehlt, normales Gewebe und kein Plus-Teil. Ach ja. Aber daran sieht man das halt nochmal gut. Das beste Beispiel, wir haben zwei gute Rüstungen. Brauchen trotzdem Ewigkeiten für dieses Rathalos Zweigern zu folgen. Weil der Bogen einfach noch nicht stark genug ist. Wie viel Schaden macht der denn? Gucken wir kurz nach. Nur 180. Das ist natürlich nicht so toll. Hier Adrenalin plus 1, ganz cool. Hier das Pierce, der erste Schuss, das ist das halt, das was ich meinte mit Pierce. Wenn wir dann die silberne Rathalos-Rüstung hätten, als Schützenrüstung würde diese erste Stufe des Pfeils mehr Schaden machen. Pierce-Stufe hoch oder so. Und wir kriegen Rathalos-Flügel, wusste ich, also Mist. Also jetzt hier kein Gewebe bekommen, war eigentlich unnötig. Eine unnötige Materialsammlung, die wir jetzt hier gemacht haben. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich dann ein normales Rathalos angehen, damit wir die Waffe hier verbessern können. Und stellt euch wirklich darauf ein, dass das jetzt zukünftig hier so weitergeht. Also jetzt erstmal die nächsten Folgen. Dass wir erstmal die Quests auslassen und lieber die Waffen verbessern. Denn das sollte erstmal unsere höchste Priorität sein, sonst kommen wir hier echt nicht weiter. Ja, Rathalos-Gewebe, blöd. Blöd, 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 dass das... Aber obwohl, ne, man braucht Ratian-Schuppe plus, das ist so merkwürdig. Naja. Egal, ich bring mal die Materialien weg, so viel Zeit haben wir jetzt noch. Würde aber sagen, wir machen beim nächsten Mal bei Rathalos dann weiter. Und da fehlt uns ja nicht mehr viel. Noch ein bisschen Gewebe. Und dann geht's auf jeden Fall weiter mit Aknaktoren. Und dann mal schauen. Einen Hammer werde ich auch nochmal schauen, was wir so machen. Und in der Online-Session, wie gesagt, die zweite Idee habe ich hier gar nicht geäußert. Darauf wartet ihr die ganze Zeit. Meine zweite Idee war, wenn ich dann trotzdem noch so nutzlos sein sollte und wenn man merkt, okay, die Leute sind trotzdem mit der High-Rank-Rüstung noch stark, werde ich halt gewitzterweise das Jagdhorn benutzen. Weil dann kann ich alle ein bisschen stärken und so, und dann kann keiner mehr sagen, ich bin nutzlos, denn ich habe ja den Jägern geholfen, stärker zu werden, indem ich halt diese ganze Zeit diese Sachen da tröte, ne? Ja, wir haben nicht genug Punkte, okay. So, ja, das war meine Idee Nummer 2 für die nächsten Online-Sessions. Einfach mal rumtröten. Mal sehen, ob das funktioniert. So, wir kombinieren jetzt nochmal. Objekte kombinieren. Tränke mit Honig. Wir müssen echt mal wieder demnächst Honig anbauen. Ich lasse mal 3 Honig übrig. Kombiniere jetzt einfach mal so viel wir haben. Ja, einer geht noch.
So, wenn wir nämlich beim nächsten Mal die drei Honig, die wir jetzt noch übrig haben, anbauen. So, und Steak sollten wir auch mal wieder braten. Na gut. So, das war's dann mit Monster Hunter 3 Ultimate für dieses Mal. Beim nächsten Mal, wie versprochen, dann das normale Rathalos. Und eventuell, wenn die Zeit reicht, noch ein Aklaktor. Und dann heißt es erstmal Materialsammlung, Materialsammlung, Materialsammlung. Und bei Folge 200 dann das Special. Und dann geht's aber weiter mit Materialsammlung. Leider. Es wird jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber, ne? Wie gesagt, wir haben ja noch die Livestreams nebenbei. Wer sich mehr für Monster Hunter interessiert und hier mehr mitspielen will. Ich mache ab und zu Livestreams, die werden angekündigt. Für Monster Hunter auch. Und ja, schaut einfach mal rein und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.